Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Murder Soul Suspect. Im letzten Part haben wir hier einem Geist geholfen, der ein bisschen Liebeskummer hatte und haben ihr letztendlich den Frieden gebracht, den sie brauchte, dass ihr damaliger Freund sie nicht betrogen hat, sondern ihr Selbstmord quasi dafür gesorgt hat, dass sie, da ist was drin und ich will da rein. Dafür gesorgt hat, dass sie quasi dass ihr Suizid dafür gesorgt hat, dass sie sich zusammengefunden haben. Gott, dass sie zusammengekommen sind. So, jetzt habe ich sie hier. Aber Gott, ey, mir fehlen die Worte. Mir fehlte gerade echt so, Entschuldigung, Zahlen, Buchstaben, Sachen, Dinge. Ach, cool. Jetzt habe ich hier ein Obergeschoss, eine Treppe entdeckt. Das ist so gut gemacht, ne? Ich finde das ein bisschen cool mit dieser Geisterwelt. Um ehrlich zu sein. Und das bringt mir jetzt was. Außer, dass meine Batterien fast leer sind. Nicht so viel, ne? Okay. Ich wechsle einmal kurz den Controller. So, da bin ich wieder. So, jetzt haben wir hier oben dieses Stockwerk entdeckt und das hilft mir jetzt aber tatsächlich leider noch nicht wirklich weiter. Da drüben möchte ich ja rein. Da liegt ja noch was für uns. Aber gut. So, dann beeilen wir uns mal hier wieder runterzukommen. Aber wer weiß, wozu das gut ist, dass wir da oben jetzt dieses Stockwerk haben. Und was habt ihr so zu erzählen? Was, wenn er nie gefasst wird? Macht er dann einfach so weiter? Ich glaube, es ist nicht mal der... Huch! Jetzt ist sie mir weggelaufen. Wenn sie keine Beziehung will, soll sie es einfach sagen. Ich meine, was ich sage, ist das so schwer zu verstehen? Ja, du bist ein Mann. Wie ist es mit Kameras? Wie in England? Die bedenken sich ganz oft dieselben Sachen. Okay, jetzt sammeln wir erstmal das hier ein. Zeitungsartikel Nummer 3. Während es dem Salem Police Department weiterhin widerstrebt, die kürzlichen Morde offiziell in Verbindung zu bringen, haben sie die ungewöhnliche Art und Weise der Morde völlig außer Acht gelassen. Die häufigste Todesursache in New England, genau wie im Rest der Vereinigten Staaten, sind Schusswunden. Aber Schüsse fielen in keinem der Morde. Nehmen Tode durch Verbrennung oder Erstickung zu? Oder gibt es einen Mörder mit einem bizarren Motiv, der in all seinen Morden eine perverse Vorgehensweise ausübt? Ja, ist ja alles ein bisschen merkwürdig. Haben wir da irgendwas Neues? Ne, okay, sah so gerade so aus. Okay, jetzt ist sie wieder da. Ich weiß immer noch nicht, wie ich da oben hinkommen soll. Oder nicht da oben, sondern da drüben. Mir versperren Geisterobjekte den Weg. Ich kann da aber nicht rein. Und das ist ein bisschen schade. Wo ist die Kitty Cat, wenn man sie mal braucht? Okay. Oder kann ich... Aber ich komme von hier oben auch nicht durch irgendwelche... in irgendwelche anderen Teile rein, ne? Nee. Nee, das bringt mir auch nichts. Also ich bin jetzt hier oben, aber ich habe davon nichts. Na gut, egal. Oder ich bin zu blöd zu erkennen, was ich dadurch habe. Gut. Dann laufen wir mal hier weiter. Gucken mal, ob es hier noch irgendwas für uns zu entdecken gibt. Gott, es brennt alles. Ich habe übrigens tatsächlich die Orientierung verloren. Ich weiß nicht, wo wir sind. So, damit kann ich auch nichts machen. Konnte ich nicht irgendwie... Nee, konnte ich nicht, ne? Die Dinger bewegen? Nee, ich glaube, das gab's nicht. Das war das mit diesem Freilegen, vermutlich. Okay, hier brennt's irgendwie. Da ist auf jeden Fall noch was. Bist denn jetzt? Egal. Gott, das ist ja alles so verwirrend. Wir enthüllen jetzt mal den Gastank. Hier liegt auf jeden Fall auch noch was rum.
Star ein Zeitungsartikel. Das FBI kann einbezogen werden, um die lokalen Behörden zu unterstützen, wenn eindeutig feststeht, dass es sich um einen Serienmörder handelt. Das Salem Police Department bezog bis Redaktionsschluss keine Stellung zu der Ankündigung des FBI, hat sich aber wiederholt geweigert, die Tode als Werk eines Serienmörders zu beschreiben. Es macht keinen Sinn, die Stadt wegen etwas in Panik zu versetzen, das vielleicht nicht mal war, sagte SPD, also Salem Police Department Sprecherin Ingrid Larson, in einem früheren Stellungnahme zu dem Fall. Okay, ja, wenn ihr meint. Okay. Ich habe die Orientierung verloren, wo bin ich? Okay, hier sitzt schon wieder so ein turtelndes Pärchen. Da ist die Kirche. Okay, wir sind also dicht an der Kirche dran. Dann, was machst du da? Okay. Hier ist noch eine Plakette. SOC wird allgemein für eine Abkürzung von Salem Oil Company gehalten. Eine derartige Firma existiert jedoch nicht. Die Initialen stehen für Sons of Charlie, der rechtliche Name dieser Tankstelle. 1928 gegründet von drei Brüdern Chuck, Charles Jr., Sean, Seamus O'Leary, als Automobile üblich wurden. Das Geschäft hatte fast die große Depression nicht überstanden, konnte sich aber als Tarnung für illegalen Alkoholverkauf während der Prohibition über Wasser halten. Ja, schön. Ja, man muss halt auch mal Schwerpunkte setzen, ne? Und in dem Moment ist das der Alkohol. Okili dokili. Goody. Gehe ich jetzt hier weiter? Ich könnte da... Ne, wir gehen jetzt wieder da hinten hin, weil da war ja noch was. Wenn ich nicht durch das Haus gegangen wäre. So... So. Oh Gott, ihr geht schon wieder weg. Hier. Glockensymbol. Detectives versuchen, jegliche mögliche Verbindung zum Glockensymbol zu finden. Leute namens Bell, Literaturverweise auf Glocken, alles, was etwas mit einer Glocke zu tun hat. Na, es ist, glaube ich, alles echt nicht so einfach. So, bei euch kann ich mich theoretisch verstecken. Aber auch nur theoretisch. Praktisch brauche ich das gerade nicht. Okay. So, da geht's zur Kirche. War ich hier schon? Nö, hier war ich auch noch nicht. Cool, es gibt so viel zu entdecken, Leute. Das ist der Hammer, ne? Echt. Okay, jetzt können wir hier erstmal wieder hoch. Bringt mir zumindest so viel, dass hier noch so ein Gastank ist. Sehr schön. Habe ich das zumindest enthüllt. Perfekt. Okay. Mich wundert immer noch, dass ich das eine oben enthüllen konnte und dabei für mich nichts bei rumkam. So, von hier bin ich gekommen. Ja. Von hier, oder? Ja. Genau. Hier war nichts. Dann laufen wir jetzt weiter. Da bin ich reingegangen. Hier kann ich mich verstecken. Da geht's nicht lang. Ja, Entschuldigung, was ist es hier? Psychiatric Hospital. Okay, da darf ich also nicht rein. Schade eigentlich. Na gut. Dann gehen wir hier weiter. Weiter Richtung Kirche. Okay. Dann gucken wir uns jetzt aber erstmal hier noch um. Hier liegen Schienen. Okay. Oh Gott, es ist so weitläufig und mir fehlt halt echt so ein bisschen so eine Karte. Das ist so irritierend. Fontänenwidmung. Diese Fontäne ist der Hoffnung gewidmet, dass die ruhige Stadt Salem für Frieden und Schwärmerei bekannt sein wird. Okili dokili. Hier ist nichts. Oh, ich liebe das ja, ne? So dieses hier. Da geht's nicht. Ja, okay. Okay, ich hab's verstanden.
Die will ich mir nicht angucken. Gott, hier sind überall so creepy Geister. Okay, hier ist ein Zug entgleist. Creepy Geister. Gut. Dann geht es wohl hier weiter. Da ist die Kirche. Was haben wir hier? Baxters offizielle Stellungnahme. Unglücklicherweise haben wir keine Verhaftung vorgenommen. Wir haben keine Verdächtigen. Deshalb halten wir die Bevölkerung Salems sehr dazu an, die Polizei mit jeglichen möglichen Hinweisen zu kontaktieren. Dafür brauchen wir die Kooperation der gesamten Gemeinde. Ja, Hilfe wäre vermutlich etwas, was ihr wirklich gebrauchen könntet. Wann waren die Prozesse? Ach so. 1800? Ach, die Hexenprozesse von Salem. Okay. Da liegt noch was. Sammeln. Von einem Ritter eskortiert. Ausnahmsweise fühlte ich mich draußen bei Nacht sicher. All die Geschichten, er sei der gefährlichste Mann Salems. Sie fühlten sich wahr an. Niemand konnte uns etwas, weil niemand ihm etwas konnte und ich war bei ihm. Bin bei ihm. Werde bei ihm sein. Ich weiß es. So. Ich glaube, so langsam müssen wir uns tatsächlich Richtung Kirche bewegen. Ob wir wollen oder nicht. Aber ich gucke mich jetzt hier noch schnell vorher um. Okay, da ist nichts. So, die Frage wäre halt gewesen, wo wäre ich sonst rausgekommen? In die Richtung geht es auf jeden Fall zur Kirche. So. Plakette der Rüstkammer. An dieser Stelle stand eine Befestigung, deren Rüstkammer die britischen Soldaten am 26. Februar 1775 zu erobern begehrten. Die tapferen Bürger dieser Stadt hielten die britische Armee durch den strategischen Einsatz von Zugbrücken in Schach und verhinderten so die Besitznahme von Waffen entscheidender Bedeutung in dem... Was? Von Waffen entscheidender Bedeutung in dem Krieg, der nur Monate später beginnen sollte. Okay, das hat mich gerade verwirrt. Das war ein crazy Satzbau, den ich nicht verstanden habe. Und wir haben einen weiteren Gastank. Noch 10. Okay. Hier sind noch so ein paar Überbleibsel aus der Zeit. Wahnsinn. Also es ist irgendwie, ist es echt... Was? Was habe ich getan? Ich kümmere mich gleich um dich, okay? Laura. Und ich kümmere mich jetzt um dich. Hey. Beruhig dich mal eine Sekunde und rede mit mir. Wie heißt du? Ah, oh, Brad. Gut, okay. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Wir waren in der Stadt unterwegs, haben Dampf abgelassen. Aus einem Drink wurden 3, aus 3 wurden... Wer weiß wie viele. Die Einzelheiten sind verschwommen. Muss Rick und Laura nach Hause gefahren haben, als... Oh Gott, ich hab sie umgebracht. Das werde ich mir nie verzeihen. Das weißt du gar nicht. Hast du selbst gesagt. Die Einzelheiten sind verschwommen. Ich kann mich umsehen. Vielleicht fällt mir etwas auf. Gott, was habe ich getan? Okay, grauenvoller Autounfall. Es ist nicht viel, aber vielleicht bietet dieser furchtbare Autounfall Hinweise auf das, was in dieser Nacht geschah. Dann gucken wir uns doch mal um. Das ist sicher Brads Auto. Sieht nicht gut aus. Das Wunschkennzeichen des Autos, kein Zweifel, es war Brads Auto. Okay. Das ist nicht viel, aber immerhin etwas. Die Tankstelle ist nicht weit von hier, die sollte ich mir ansehen. Okay, eine SOC-Quittung aus der Unfallnacht ist weit hergeholt, aber ich sollte mir die Gegend ansehen. Gut, ja, dann gucken wir uns doch mal die Tankstelle an. Da waren wir ja vorhin schon, in die Richtung war die, ne? Genau. Da ist die Tankstelle. Dass ich immer noch um diese Hindernisse rumlaufe, obwohl ich ja eigentlich hier reinrennen kann. Okay, enthüllen. Sei
Du verträgst ja nicht gerade viel. Okay. Laura tankt. Laura war gerade dabei, den Tank aufzufüllen, als sie ein lautes Geräusch hörte und es abbrach. Gut, da war auch noch was. Ah, er hat gekotzt, okay. Rick übergibt sich. Rick war vielleicht schutzbetrunken, aber irgendwas hat ihn trotzdem erschreckt. Kannst du mir was dazu sagen? Wenn wir jedem Mörder auf der Straße begegnen, keine Ahnung, was ich tun würde. Okay. Wahrscheinlich nicht. Hier, was haben wir hier? Ich will ein Taxi. Was? Oh. Tankstelle. Ja. SOC. Okay. Toll. Scheint, als versuchte Brad ein Taxi zu rufen, aber etwas hat ihn verjagt, bevor es ankam. Okay. Was haben wir hier noch? Okay. Hier vielleicht? Na, jetzt bin ich da schon wieder von weg. Gibt es Zeugen, die den Autofahrer gesehen haben? Nee, der hilft uns nicht. Hier ist auch was. Da muss ich hin, aber ich weiß nicht wie. Okay, ich gehe jetzt erstmal auf die Suche nach diesem Teil da. Vielleicht komme ich da ja rein. Nein, kann ich nicht. Verdammt. Wieso? Wieso kann ich das nicht? Wieso kann ich überhaupt nichts? Gut, okay. Was hat die wohl so erschreckt? Was war da das Problem? Weißt du irgendwas? Wenn ich das Öl schneller nachkippe, als es ausläuft, hält's bestimmt noch ein Jahr. Hoffentlich ist die Wohnung geputzt, wenn ich nach Hause komme. Okay, das ist dein einziges Problem. Na, herzlichen Glückwunsch, Somas. Und was mit dir? So merkwürdig. Erst lebendig und jetzt tot. Wenn Cops schon nicht sicher sind, wer dann? Ja, niemand. Okay. Das hilft mir jetzt auch nicht wirklich. Das hilft mir jetzt auch nicht wirklich. Okay, sie tankt. Und dann hat er gekotzt. Anscheinend wurden alle von dem Knall aufgeschreckt. Was zum Teufel war das? Okay, geheimnisvoller Knall. Sie alle haben einen lauten Knall gehört, der sie erschreckte. Wenn ich nur wüsste, was sie gehört haben. Ja. Das ist die Frage. Begibt dich. Nein, da will ich ja hin. Okay. Was habt ihr gehört, Kiddies? Was habt ihr gehört? Dann gehen wir mal zurück zu seinem Auto. Würde ich sagen. Oh, da komme ich nicht durch. Okay. So. Da ist auf jeden Fall noch was.
Ich hole einmal kurz mein Essen, das ist fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. Schottischer Whisky. Okay. Eine zerbrochene Flasche von Brad Lieblingswhisky. Kein gutes Zeichen. Was haben wir denn jetzt? Haben wir noch irgendwas außer dem da? Gucken wir uns jetzt hier nochmal kurz um. Wer ist gefahren? Das ist die Frage. Okay, das haben wir. Wer bist du denn eigentlich? Echte Hexen trugen keine Hüte. Okay, gut. Dann sind wir uns da ja einig. Gut, ich laufe jetzt nochmal zur Tankstelle zurück. Auch wenn ich gerade nicht weiß, wie das jetzt hier weitergehen soll. Mit dem Nebenfall. In der Nähe der Tankstelle. Schlechte Neuigkeiten. Ja. Ich verstehe es nicht, Leute. Ich verstehe es schon wieder nicht. Okay, dann nutzen wir den Moment einfach, um einen Cut zu machen. Und wir sehen uns dann morgen zum nächsten Part. Und dann werden wir hier diese ganze Autounfallgeschichte irgendwie aufdröseln und gucken, was sich dahinter verbirgt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das hinkriegen. Meistens hilft es mir tatsächlich, wenn ich einfach dann nur mal kurz ein bisschen drüber nachdenke. Und dann, ihr Lieben, sehen wir uns morgen wieder. Ich hoffe, ihr seid dabei und bis dahin. Tschüss!